Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet vor jedem Bundesliga-Wochenende über die Partnervereine der DBRG. Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Diesmal abgefahren. Sonny Kittel im DB-Reisezentrum in Frankfurt. Sensation. König Otto übernimmt das Zepter bei Hertha. Und Klartext. Peter Niemeyer im Talk mit Axel Kruse. Er ist das Top-Talent der Eintracht. Jung, dribbelstark und pfeilschnell. Sonny Kittel will in Frankfurt hoch hinaus. Die Reiseziele der Eintracht sind momentan Paderborn, Rostock oder Duisburg. Das soll sich natürlich schnell ändern. Grund genug für Sonny Kittel, dem Reisezentrum der Bahn im Frankfurter Hauptbahnhof einen Besuch abzustatten. Als Nachwuchsspieler war er selbst häufig mit der Bahn unterwegs. Früher bin ich auch öfter die Strecke von Gießen nach Frankfurt mit der Bahn gefahren. Und ohne die Bahn wäre ich dann wohl nicht zum Training gekommen. Das DB-Reisezentrum in Frankfurt bekam im vergangenen Jahr ein neues, modernes Design. Leiter Peter Tinz gab Sonny einen Einblick. Ein junges Team aus 90 Mitarbeitern bietet täglich 1500 bis 2000 Bahngästen Service und Beratung. Und einige Mitarbeiter sind natürlich auch Fans der Eintracht. Ja, das war super, super Erlebnis heute zu sehen, wie Herr Kittel hier zusammen mit unseren Mitarbeitern durch unsere Counterlandschaft gegangen ist und auch zum Teil hier im Service mit unterstützt hat. Und viele Mitarbeiter haben dem Termin auch schon entgegengefiebert die letzten Tage, weil sie auch Eintracht-Fans sind. Vom Talent zum Profi, seinen Durchbruch bei der Eintracht erlebte Sonny Kittel 2010. Die U17 schoss er zur deutschen Meisterschaft, 8-mal kam er in der Bundesliga zum Einsatz. 2011 dann der Rückschlag. Im April riss er sich das Kreuzband, arbeitete lange für sein Comeback. Es waren harte Monate, ohne Mannschaft, ohne Fußball und viele Rückschläge. Und du warst erstmal ganz weg vom Fenster, aber dann ist man wieder zurück und es gibt nichts Schöneres, als wieder gegen den Ball treten zu können und Fußball spielen zu können. Zuletzt verhalf Armin Fee Sonny Kittel zu 2 Kurzeinsätzen, ein Tor und eine Vorlage machen Lust auf mehr. Vielleicht ja schon am Sonntag bei der Überraschungsmannschaft in Paderborn. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und ich denke aber, wenn wir unser Spiel umsetzen und so spielen wie am letzten Wochenende und auch in Düsseldorf, dann werden wir mit 3 Punkten nach Hause fahren. Und dann geht die Reise hoffentlich in Liga 1. Die Deutsche Bahn macht sie zum Gewinner. In der Fanecke werden 3x2 Eintrittskarten inklusive An- und Abreise für das Duell am 17. März von Hertha BSC gegen den FC Bayern verlost. Beantworten Sie die Gewinnspielfrage im Netz und nehmen Sie an der Verlosung teil. Es wartet ein einmaliges Fußballerlebnis. Einsendeschluss ist übrigens der 8. März. Berlin hat wieder einen König. Otto Rehhagel hat das Zepter bei Hertha übernommen. Es ist die sportliche Sensation der Rückrunde. König Otto regiert von nun an bei Hertha BSC. Ich bin fit und ich kann sagen, Jungs, attack, attack, go. Und das ist, ich kenne mich aus im Fußball. Aber ich sage auch, die Jungs müssen das, was ich ihnen mit auf den Weg gebe, das müssen sie versuchen, in die Tat umzusetzen. Deutscher Meister und Pokalsieger, Europapokalsieger und natürlich Europameister mit Griechenland. Otto, der Erste von Berlin, weist eine beeindruckende Vita auf. Erfahrung, von der jetzt auch die Hertha profitieren soll. Die Fans sind schon mal überzeugt. Er bringt hier halt die Erfahrung mit rein, die er jahrelang gesammelt hat. Und auch wenn er jetzt eine Weile weg war, würde ich nicht sagen, dass er irgendwie was verlernt hat. Ist genau der richtige Mann, weil er von seiner Ankündigung her hart durchgreifen will. König Otto ist dazu da, um das Ganze anzuleiten und als Blitzableiter zu fungieren. Rehhagel war selbst einst Spieler bei Hertha, stand im ersten Spiel der Bundesliga für Berlin auf dem Rasen. Am Samstag sind im 1.001. Ligaspiel 3 wichtige Punkte beim Konkurrenten in Augsburg zu holen. Doch da sind in allererster Linie die Spieler gefragt. Für uns ist Augsburg ein unglaublich wichtiges Spiel. Und von daher müssen wir da einfach wieder ein gewisses Herz und auch eine gewisse Leidenschaft zeigen. Ja, und natürlich dann auch was abgreifen, ne? Versuchen 3 Punkte zu holen. Das ist wichtig. Berlin hat wieder einen König. Hoffentlich heißt es am Ende dann auch, es lebe der König. Die großen Zeiten von Otto Rehhagel in Bremen hat Peter Niemeyer nicht mehr erlebt. Als er an die Weser kam, war Otto längst Nationalcoach Griechenlands. Der Defensivabräumer wechselte dann 2010 von Werder zu Hertha. Seitdem ist er absolute Stammkraft im Mittelfeld. Axel Kruse traf den Herthaner im Fanshop zum Talk.
Peter, jetzt bist du nicht gerade ein Greenhorn, bist schon eine ganze Weile dabei. So einen Medienauflauf schon mal erlebt, wenn ein neuer Trainer präsentiert wird? Nee, noch überhaupt nicht. Auch noch nicht mal bei der Saisoneröffnung, dass so viel los war wie heute. Wie war der erste Eindruck von Otto Rehhagel? Wie war seine Kabinenansprache? Gut, ich glaube, jetzt haben wir knappe 3 Stunden miteinander zu tun gehabt. Durchweg positiv der Eindruck. Wenn du jetzt Otto Rehhagel, da sagen viele, ja, der ist zu alt, er ist 73 Jahre, der Altersunterschied ist zu groß. Was antwortest du den Leuten, die sowas sagen? Dass der Fußball seine eigene Sprache hat und die ja, er auch spricht. Und ich glaube, da gibt es keine Kommunikationsschwierigkeiten. Jetzt ist der Fokus total auf Otto Rehhagel. Ist das gar nicht so schlecht, dass ihr da nicht so im Fokus seid, dass ihr euch ein bisschen verstecken könnt und euch in Ruhe vorbereiten könnt? Ich glaube, dass es nicht schlecht ist. Also er zieht natürlich die Medien, die Aufmerksamkeit auf sich und wir können uns in Ruhe auf die kommenden wichtigen Aufgaben vorbereiten. Apropos wichtigen Aufgaben, jetzt geht es gegen Augsburg. Alle sagen, das ist das entscheidende Spiel, das muss Hertha BSC unbedingt gewinnen. Ist der Druck nicht ja, extrem hoch bei so einem Spiel? Es sind ja noch 12 Spiele. Genau, also es sind 12 Spiele und letztendlich ist es egal, wo wir die Punkte holen, aber beim Konkurrenten um den Abstieg ist es natürlich wichtig, dass man dort auch was holt. Du sagst, was holt. Wie geht man in so ein Spiel rein? Eher defensiv erstmal sicher stehen und sagt, okay, die Augsburger müssen was tun oder gleich offensiv, dass man dann 3 Punkte holen kann? Wir gehen da rein, dass wir 3 Punkte holen wollen natürlich, so wie eigentlich jedes Spiel. Ja, wie wir es dann genau taktisch machen werden, sehen wir dann. Wenn man jetzt sieht, also ihr spielt eigentlich immer ganz ordentlich, vorne werden die Tore einfach nicht gemacht. Gibt es auch den einen oder anderen Vorwurf an den Stürmer, hey Jungs, jetzt müsst ihr endlich mal treffen, wir arbeiten hinten so viel? Nee, ich glaube, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und ich glaube, die Stürmer haben uns auch keine Vorwürfe oder machen den Verteidigern auch keine Vorwürfe, wenn Tore kassiert werden. Von daher, wir müssen zusammen aus dieser Misere wieder rauskommen. Das haben wir letztes Jahr bravourös gemacht und in der Hinserie über weite Strecken auch sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir den Bock umstoßen und wieder Siege einfahren. Peter, viele Fans haben Angst um Hertha BSC, dass Hertha BSC absteigen könnte. Kannst du denen ein bisschen die Angst nehmen? Wir werden alles daran tun und ich glaube, wir haben die große Qualität, dass wir das auch schaffen können. Und im Vergleich zu den anderen Mannschaften sind wir sehr gefestigt und haben schon eine Menge zusammen erreicht. Und deswegen ja, kann ich allen Fans eigentlich nur sagen, wir schaffen das zusammen. Dein Wort in Gottes Ohr und ich danke dir. Vielen Dank. In der heutigen Sendung verlosen wir ein Hertha-Trikot mit dem Namenszug von Otto Rehhagel. Beantworten Sie dazu folgende Frage. In welcher Saison gab Otto Rehhagel sein Debüt als Spieler von Hertha BSC? A. 1963-64 oder 1980-81. Schicken Sie Ihre Antwort bis zum 29. Februar per Mail an gewinnspiel@spielzug.com. Spielzug wünscht viel Glück. Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, sehen Sie am nächsten Freitag wieder. Im Videochannel auf Sport 1, in der Fanecke der Bahn, bei TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar Fernsehen.